Moin Freunde, wir stehen hier, der Ernie, wa? Ich denke, ihr kennt mich noch. Ich habe gerade so diese Wahlen verfolgt oder diese Wahlenkampf verfolgt. Ist das nicht lächerlich? Ist das nicht wirklich lächerlich, wenn ich denn die Wahlschlacht sehe in Deutschland und die Schlagabtausch und Triell und diese ganzen Blödsinn? Ich denke, ihr wollt alle nur das Beste für Deutschland. Warum denn überhaupt so viele Parteien? Alle wollen das Beste. Keiner will das Schlechte. Ich meine, normalerweise können wir doch wieder eine Partei machen. So, sag mal, ich denke mal, so eine KEPD. Also, Kapitalistische Einheitspartei Deutschlands. Das würde alles treffen. Die Grünen werden raus. Naja, die Grünen vielleicht wer drin. Die Linken werden raus. Und dann werden unter die ritzt. Also, ich denke, nur eine Partei und dann wäre schön. Und wir brauchen keinen Kopf machen mit dieser und die ganzen Plakate, die so rumhängen, diese Millionen Plakate, was das für Geld kostet, was das die Umwelt verschmutzt, wenn ich denke, die Dinger liegen teilweise auf der Erde rum, war. Und diese Fratzen, die da drauf sind, freuen die lachen und so unehrlich. Also ich frage mich, wollen die denken, die sind blöde? Ich meine, wenn ich jetzt irgendeine politische Gesinnung habe, dann weiß ich von vornherein, wen ich wähle. Und ich muss doch nicht auf die letzten 14 Tage sagen, ach, die werde ich wählen, weil die durfte Programm haben, die irgendeine Scheiße erzählen. So ein Blödsinn, wa? Nee, aber was anderes jetzt. Da gibt es so eine Sprachpolizei und da hat die Freunde drauf. Die haben 143 Kunstwerke in Dresden umbenannt. Da kommt zum Beispiel einmal ein Zwerg vor im Titel, der heißt jetzt Schnellwüchsier, Kleinwüchsier. Du musst weiter kopieren lassen. Dann ist ein Junge mit dem Hund, der Junge heißt, der hieß aber Knabe auf dem Bild. Jetzt heißt er Junge. Und dann ist, was ich unauch spannend fand, war doch so ganz, ganz Hammer war, ach so, ein braunhäutiger Sklave. Das Braunhäutige haben sie weggemacht. Der ist nur ein Sklave. Da wisst ihr, was auf uns zukommt? Da werden wir später eingesperrt, wenn wir was Falsches sagen. Zum Beispiel, wenn ein Zwerg jetzt Kleinwüchsier heißen darf, dann sagen wir, dann heißt Zwergnase, Kleinwüchsier Nase. Oder Schneewittchen und die sieben Kleinwüchschen. Also so lächerlich. Und das zur Zeit, wo wir ganz andere Sorgen hätten. Also damit zu befassen, das ist wirklich traurig. Also dann sagen wir Folgendes, wenn wir so rangehen, dann staunen wir über eins, dass über der Tür im Reichstag immer noch steht, dem deutschen Volke ein Schelm, der Böses dabei denkt. Da müssen wir mal nachdenken. Ich meine, wir haben Flüchtlinge, wir haben Dauergäste. Warum steht immer dem deutschen Volke? 1916 steht es da. Da solltet ihr mal nachdenken drüber, ihr Politiker. Sonst kommt da in den Verdacht, ihr seid Rassisten. Also, naja, das nebenbei. Also, ein Song zu den Wahlen. Der Ehrliche ist immer der Dumme. Der Ehrliche ist stets der Dumme, so sind wir's von jeher gewohnt. Betrüger schwimmen immer ganz oben und werden dafür noch belohnt. Die sind ohne Ehr, ohne Skrupel, ein Gewissen gibt für sie nicht. Die versprechen das Blaue vom Himmel und lachen dir frech ins Gesicht. Ja, Betrüger, die kennen keine Skrupel, sie sind fast in jeder Partei. Vergessen sind alle Versprechen, sind erstmal die Wahlen vorbei. Sie strahlen auf bunten Plakaten, geschminkt und gestylt wie geleckt. Doch der Ehrliche braucht keine Schminke, hinter der sich feige versteckt. Ja, und alle wollen sie nur das Beste für Deutschland und ganz doll für dich. Doch sind sie dann erstmal ganz oben, dann denken sie nur noch an sich. Ja, Betrüger, die kennen keine Skrupel, sie sind fast in jeder Partei. Vergessen sind alle Versprechen, sind erstmal die Wahlen vorbei. Es ist doch nicht anders als früher, wir haben doch auch heute keine Wahl. Ob Rot oder Grün oder Christen, das ist doch sowas von egal. Ja, Betrüger, ich schwör mal um, Betrüger sind besser gestellt. Der Ehrliche ist immer der Dumme, ja, so ist es nun mal auf der Welt. Ja,
Scheiße, die schwillt im Raum. Auch wenn es uns nicht gefällt, bleibt der Elche nur ein Trottel und der letzte Arsch in der Welt. Dankeschön, ich wünsche euch alles Gute, wa? Und vergesst nicht, den richtigen Wahlzettel abzugeben oder wie gesagt, euer Wahlstimme. Macht's gut, halt die Ohren schlapp, euer Hamadani. Tschüss.